Hallo zusammen, Skaträtsel 28, stoppt den Überflieger. Inzwischen habe ich dutzende Rückmeldungen, was das für ein schweres Rätsel ist, kaum zu lösen. Selbst Bundesligaspieler haben schon das Handtuch geworfen und um Auflösung gebeten. Also wird es wohl höchste Zeit, dass hier jetzt mal das Video dazu kommt. Und eingangs vielleicht die interessante Frage: Wer ist denn dieser Michael Böhm, Regionalligaspieler, der sich das ausgedacht hat? Auflösung ganz einfach, das ist mein Schwager aus Augsburg, bei den Fuggerbuben spielt er da. Und beim letzten Familienbesuch sitzen wir gemeinsam auf der Couch, er spielt online, ich sitze daneben, er kriegt folgende Karte in Vorhand. Ich glaube, es war sogar Passe, Passe, auch wenn wir hier im Rätsel jetzt nochmal 18 aus Hinterhand gehört haben. Aber wie auch immer, er hat gehalten, bekommt das Spiel und hat jetzt erstmal nicht besonders dolle gefunden. Wenn man es für sich betrachtet, ist Kreuz König Herz 8 natürlich nicht schön, aber in dem Fall passt es natürlich ganz gut ins Blatt. Kreuz König wird der fünfte Trumpf, Herz 8 verstärkt die Beikarte, Pik 7 und 9 können gedrückt werden. Und ja, ich kenne Spieler, die behaupten, das wäre ein sogenannter Zehntrümpfer, weil die Beikarte eben geschlossen ist. Das Problem ist natürlich, obwohl er in Vorhand ist, dass er eben nur fünf Trümpfe hat und gegebenenfalls ein bisschen zu kurz kommt. Also, das Spiel läuft los mit Trumpf Lusche, Mittelhand Trumpf 10 und im Originalverlauf wurde hier natürlich Karo Bube rausgenommen, Karo Bube und dann kam eine Karo Lusche oder Karo Dame, ich weiß nicht mehr ganz genau. Michi hat gestochen, zieht noch ein zweites Mal Trumpf. Denn das ist ja klar, mit verdeckten Karten nach der zweiten Karte jetzt schon über die Dörfer zu gehen, über Herz zu gehen, ist nicht erkennbar, dass das der Siegweg ist. Es kann natürlich auch irgendwo mal ein Rollmops sitzen und dann sticht womöglich der Zweitrümpfer hier die Herz 10 ab, weil der nur ein Herz hat. Katastrophe. Also im Originalverlauf wurde das Spiel dann verloren, weil hier eine Trumpfkürze war, weil direkt die Stechfarbe Karo gefunden wurde und dann die Übergänge stimmten. Das ist eben hier der Pferdefuß an diesem Spiel, dass nicht mal ein Karo gedrückt ist. Wenn wir das Spiel jetzt aber ganz optimal spielen, das müsste vielleicht dann sowas wie ein En-deux-Setup sein mit offenen Karten, direkt nach dem ersten Stich, so wie es jetzt auch im Rätsel ist, wie wird das Spiel geschlagen? Dann ist das Spiel nach Rausnahme Karo Bube übrigens schon nicht mehr zu schlagen. Dann gewinnt der Alleinspieler automatisch, weil er eben nach Karo direkt hier über die Dörfer geht, seine Stärke ausspielt. Und ihr habt es sicher ausprobiert auf verschiedensten Wegen. Also 61 kriegt er dann mindestens. Er kommt immer irgendwie hin. Und deswegen ist hier das erste Geheimnis schon mal, um das Spiel überhaupt mit optimalen Zügen schlagen zu können, den Kreuz Buben rauszunehmen. Das ist ja mit offenen Karten vielleicht auch leichter zu sehen, dass hier noch die Mittelbuben sitzen, dass damit kein Trumpfstich verschenkt wird und dass später im Spiel damit der andere Spieler womöglich rankommt über Trumpf und das kann wichtig sein. So, 12 Augen und natürlich ist es korrekt, muss der Spieler jetzt erstmal mit Karo geärgert werden. Die Karo Lusche allerdings wäre schon zu wenig, dann muss hier einmal aus der Stehkarte abgeschmissen werden, damit der Spieler hier eben nicht zu kurz kommt. Damit wird eine Übergabe aufgelöst und es läuft wieder auf 59 raus. Es muss also schon die Karo Dame kommen. Wichtig, präzise das Bild und damit ist der Spieler jetzt am besten beraten, wenn er sticht. Alleinspieler sticht, kriegt von hinten die Lusche und darf jetzt schon nicht mehr Trumpf spielen, sondern muss hier über die Dörfer gehen. Herz Ass, Herz Lusche, Herz Lusche, Herz 10 direkt hinterher und jawohl, es ist schon der ideale Zug, jetzt hier einzustechen. Kreuz Dame, Herz König. Und jetzt kommt eigentlich der Zauberzug, auf den es, sage ich mal, menschliche Spieler mit offenen oder mit verdeckten Karten sehr schwer kommen. Anbieten macht Bet, heißt es ja immer. Es muss was auf den Tisch, auf dem Tisch sterben sie. Also, das Karo Ass muss angeboten werden, damit noch die Übergabe mit der Karo 8 stehen bleibt. Und erneut, wie auch im zweiten Stich, Karo Lusche ist eben zu wenig, denn dann folgt Abwurf Herz 8. Und das Spiel wird wieder gewonnen. Es muss tatsächlich, obwohl bekannt ist, dass der Alleinspieler kein Karo hat, dieses Karo Ass noch mit dem Karo König beschwert werden. Und dann wiederum ist es für den Alleinspieler
keine Option, die Herz 8 abzuwerfen, beziehungsweise dann kriegt er wieder ein paar Augen weniger und verliert sowieso. 15 Augen muss er stechen, und das Beste, was er jetzt spielen kann, ist Trumpf raus. Logisch, wenn er Herz spielt, dann kann hier der Eintrümpfer stechen. Hinten wird Karo abgeworfen. Dann wird es noch schlimmer, also idealerweise spielt er jetzt Trumpf raus. Herzbube, Karobube. Dafür war das jetzt eben wichtig, dass im ersten Stich der Kreuzbube rausgenommen ist, wurde, damit jetzt der Spieler am Stich ist und jetzt mit dem Kreuzbuben, mit dem Pikbuben den letzten Trumpf rausziehen kann. Natürlich wird Pik 10 geschmiert, Kreuz Lusche bedient, und jetzt ist eben hier die Übergabe übergeblieben. Das ist hier das Stellungsspiel, das Entscheidende. Durch das Anbieten der Bilder haben wir am Ende und das Rausnehmen des Kreuzbuben haben wir am Ende dieses Stellungsspiel, wo eine Übergabe stehen bleibt ohne Trumpf. Und genau mit diesem Stich und den beiden Damen sind es jetzt 61, meine ich, oder 60. Auf jeden Fall ist das Spiel nur auf diesem Weg zu schlagen, aber dann bleibt der Alleinspieler auch ohne Chance. So, und